Das Gefühl der Trennung. Ein Selbstgespräch. Im Bett schlafen, völlig entspannt, kein Gefühl der Trennung. Dann plötzlich wird der Körper und der Geist wach. Peng, rattert die Geschichte rein und das Gefühl der Trennung kommt, taucht auf, keine Ahnung, ist auf einmal eine Empfindung. Und bei mir ist es noch so, der Verstand hängt sich an so eine Geschichte dran, dass irgendwas schlimm wäre. Ja, du hast irgendwas kaputt gemacht und musst dafür zahlen und es ist schlimm. Also, man hat so ein Gefühl, ich, der Kleine, ja, scheiße, wie mache ich das? Ja, das kann es schon bezahlen, das geht schon. Oh, aber dieses Gefühl so, oh ja, so ein kleiner Getrennter zu sein, voll intensiv. Dann ist es da, keine Ahnung. Und es geht natürlich weiter. Das hält ja nicht an. Zack, bumm. Ist es wirklich wahr? Bin ich nur diese getrennte Person? Nein, das ist eine energetische Erfahrung. Und um darauf hinzuweisen, hier der Raum ist da, die Person ist drin, der Körper. Ich sehe mich zwar nicht, ich bin das, was sieht, oder kann mich so definieren. Und es ist immer gleichzeitig da. Die Person und die Umwelt können nicht voneinander getrennt sein in der Wahrnehmung. Du kannst die Person nicht ohne den Raum finden. Vielleicht auch den Raum nicht ohne die Person. Wer weiß. Auf jeden Fall wollte ich nur mich darauf hinweisen, dass dieses Gefühl der Trennung, aus der so viel verschiedene wieder Ideen entspringen, es ist ja nicht beständig. Es taucht auf, indem eine Geschichte aufrechterhalten wird, von gut oder schlecht, richtig oder falsch, was auch immer. Ich mit meinen Daten und so. Und dann passiert wieder irgendwas, keine Ahnung, aufs Klo gehen oder sprechen und in dem Moment, zack, ist es wieder weg. Es ist nicht kein permanentes Gefühl. Es taucht immer wieder auf, zack. Ja, stimmt ja. Und dann denkt man schleift es immer mit. Und dann denkt man, da sind ja lauter da getrennte Angela Merkels und was auch immer. Oder die da lauter Menschen. Aber es ist ja nur ein Gefühl. Es stimmt ja gar nicht. Es gibt ja gar keine Trennung. Es gibt ja nur das, was ist. Und das könnte ich zwar versuchen zu beschreiben, aber wen kümmert denn das? Das, was ist, kann nicht definiert werden durch eine Beschreibung. Ja. Und dann ist einfach Anlass zum Staunen. Ich. Wusel.